Laura Vetterlein, 30-jährig, Verteidigerin beim FC Zürich. Reto Scheppi, 31-jährig, Stürmer bei den ZSC Lions. Zwei Spitzensportler mit ihren ganz eigenen Voraussetzungen für das Leben B. Seit Januar 2022 geht Laura Vetterlein fünfmal pro Woche diesen Weg. Die ehemalige Profifußballerin arbeitet Vollzeit als Ausbildungscoach an der Sportakademie Zürich. Gerade so durch dieses Fußballnetzwerk kennt man ja immer die jeweiligen Verantwortlichen. Und so ist es dann gekommen, dass diese Jobbeschreibung irgendwie wie auf mich zugemünzt war, fast schon. Und ich hatte das Gefühl, da muss ich mich jetzt drauf bewerben und habe wirklich in kürzester Zeit Bewerbung und Bewerbungsprozess und alles über die Bühne gebracht, damit ich irgendwie eine Woche später schon fast den Vertrag unterschreiben konnte hier. Ein halbes Jahr vorher hatte die 30-Jährige auch schon beim FC Zürich einen Vertrag unterschrieben. Konnte sie vorher jahrelang vom Fußball leben, ist sie nun zweigleisig unterwegs. Gerade so gegen Ende der Woche habe ich immer gemerkt, okay, jetzt merke ich langsam, so körperlich wird es auch anstrengend, weil du ja einfach einen vollen Tag hast, vielleicht auch ein bisschen weniger Schlaf, als du es noch gewohnt bist als Profi, wo du sogar mittags noch irgendwie einen kurzen Mittagsschlaf machen konntest. As you know, today you don't have the French lesson at 12, but your teacher already sent you the tasks, so I would like you to finish those because you will. Vetterlein verfügt über einen Bachelor in International Management und einen Master in Dialogmarketing und E-Commerce. In der Sportakademie will sie mit jungen, aufstrebenden Sportlerinnen und Sportlern ihre mittlerweile reichen Erfahrungen aus dem Spitzensport teilen. Am Ende sitzen dort Menschen vor dir und ich will die irgendwie ganzheitlich betreuen und nicht nur aus ihnen bessere Sportler machen, sondern gerade in der Kombination mit der Schule und dem Privaten, was sie alles ja, zu managen haben, ihnen so gewisse Tools mitgeben fürs Leben. Stringend. Wir müssen wirklich entscheiden, wie wir weitermachen. Andrea Nägeli ist Leiter der Sportakademie und hat Vetterlein angestellt. Sie sei extrem vielseitig und gut strukturiert. Und dies trotz oder vielleicht eben gerade wegen ihrem Mammutprogramm. Also ich habe Laura schon gesagt, hey, wenn du vielleicht nur 80% arbeiten willst, dann sag das. Oder? Aber sie hat jetzt gesagt, sie will 100 und es geht schon auch nur, weil sie jetzt nur noch viermal trainiert. Also das Morgentraining macht sie nicht mehr. Reto Scheppi verbringt aktuell regelmäßig Zeit zu Hause in seinem Büro. Einmal die Woche während zweier Stunden ist Unterricht am Computer angesagt. Zwar versuche ich in einem Jahr das English Proficiency Certificate zu bestehen. Ich werde in einem Jahr die Prüfung ablegen und habe jetzt ein Jahr lang jeden Montag einen Vorbereitungskurs auf das. Seit 12 Saisons spielt der Zürcher professionell Eishockey. Mit Ausnahme des ersten Jahres hat er sich nebenbei permanent weitergebildet, hat den Bachelor und den Master in Wirtschaft. Prüfungsvorbereitungen und auch Masterarbeit schreiben sind sehr intensiv gewesen. Ich habe einfach geschaut, dass mich nie am Sport hindert. Ich bin eigentlich sehr offen, wohin das mich ziehen könnte. Ich habe gesagt, ich würde eben gerne in einem Team mal arbeiten, wo alle am gleichen Strick ziehen, wo für ein Produkt oder einen Service, wo ich voll dahinter stehen kann. Scheppis Club, der notabene seinen Lohn bezahlt, begrüßt dessen Eigeninitiative zur Vorbereitung der Nachkarriere. Es sei immer eine Frage des Maßes. Weil im Tagesgeschäft kaum Zeit für berufliche Zukunftsfragen der Spieler bleibt, sind die ZSC Lions eine Partnerschaft mit Athletes Network eingegangen. Bei uns haben sie manchmal das Gefühl, ja, wir sind so ein bisschen Partei. Und das ist eine neutrale Organisation, die sie beraten.
Und eben bei Beraten ist es ja nicht so, dass man sie irgendwo herlenkt, sondern man dort mit ihnen reden, was wollen sie überhaupt, was haben sie für Ziele, und dementsprechend kann man ihnen Möglichkeiten anbieten von Athlete Networks her. Und das finden wir eigentlich sehr gut, dass nachher der Spieler selber eine Entscheidung treffen kann. Ich habe das vom ZSC nicht erwartet, oder ich finde, das ist nicht unbedingt die Aufgabe vom ZSC. Sie müssen schauen, dass ich alles habe, um meine Leistung im Sport abrufen. Wo Schäppis Weg dereinst nach dem Eishockey hinführt, steht noch in den Sternen. Klar scheint ihm aber, dass das Spektrum der Gefühle dann kaum so üppig sein wird. Also das Emotionale, das man im Sport hat und das man mit so einer Truppe erreichen kann, ich glaube, das kann man nicht. Das gibt es wahrscheinlich nicht, und darum muss man die Momente geniessen, die man hat hier im Sport, weil das ist wahrscheinlich einmalig. Nicht einmalig sind hingegen die Titel des 31-Jährigen. Dreimal darf er sich Schweizer Meister, einmal Schweizer Cupsieger und einmal Vize-Weltmeister nennen. Es sind schon so die Momente, die Meistertitel, vor allem der erste ist mir sehr stark noch in Erinnerung, wo wir in Bern gewinnen konnten. Aber auch die Silbermedaille war ein super Erlebnis mit der Nazi. Ja. Auch wenn Schäppi sich von diesen Erfolgen dereinst beruflich vielleicht wenig kaufen kann, ist er überzeugt. Gewisse Fähigkeiten aus Karriere A wird er auch in Karriere B anwenden können. Eishockey ist sicher eine gute Lebensschule. Man muss lernen, mit Druck umzugehen. Das hat man auch in einem Studium. Man muss können, am Tag X muss man können Leistung abrufen. Und das immer und immer wieder im Sport. An 4 Abenden unter der Woche bestreitet Laura Vetterlein um 18.30 Uhr das Mannschaftstraining des FC Zürich. Vorher ging sie jeweils von 8 bis 17 Uhr ihrer Arbeit nach. Das ist sicher eine Challenge für die Psyche. Manchmal ist es aber auch irgendwie etwas Gutes, weil man so einen Ausgleich hat und eben nicht 24 Stunden am Tag an den Fußball denkt. Also auch wenn es beim Arbeiten stressig ist und psychisch anstrengend, dann hast du wieder den Ausgleich beim Sport, beim Fußball. Also es ist ehrlich gesagt manchmal sogar auch irgendwie ein Segen. Vor dem Wechsel zum FCZ war Vetterlein dieses Doppelleben fremd. In der deutschen Bundesliga und der englischen Women's Super League war sie ein Jahrzehnt Vollprofi, bis ihr damaliger Club sie im Sommer 2021 informierte, dass ihr Vertrag nicht verlängert werde. Das war natürlich erstmal so ein Schockmoment, wo man sich dann überlegt, okay, was will ich eigentlich, wie soll es weitergehen? Ich war zu dem Zeitpunkt 29 und habe mir immer schon überlegt, was will ich eigentlich nach der Karriere machen. Dann kam eben FC Zürich gerade richtig als Adresse, wo man noch keinen Profi sein kann, aber trotzdem auf einem hohen Niveau spielen kann. Hierzulande gibt es im Frauenfußball kein besseres Niveau. In der letzten Saison gewann die 30-Jährige mit ihren Teamkolleginnen das Double. Auch internationale Titel gehören in ihr Palmarès. Das größte Highlight war 2013 mit VfL Wolfsburg, haben wir das Triple gewonnen. Abschließend haben wir eben in dem Jahr die Champions League gewonnen gegen Lyon in London an der Stamford Bridge. Also irgendwie alles zusammen war das größte Erlebnis für mich. Gleichzeitig noch mit meiner Schwester zusammen, die auch in Wolfsburg gespielt hat in der Zeit. Damals war mangelnde Zeit für Regeneration noch kein Thema. Das hat sich mit dem Umzug in die Schweiz und dem Job in der Sportschule schlagartig geändert. Von daher gucke ich einfach, dass ich das irgendwie alles noch unter einen Hut bringe, dass ich heimkomme, noch ein gutes Essen habe vorm Schlafen und dann hoffentlich auch genug Schlaf kriege. Massagen oder Eisbad, Sauna, all das kriegst du halt nicht mehr unter, wenn tagsüber beim Schaffen bist, das ist klar. Höchstens mal noch am freien Tag, dann am Wochenende, da gucke ich dann, dass ich halt irgendwie noch im Fitnessstudio, haben wir Gott sei Dank die Möglichkeit, noch irgendwie in die Sauna gehen zu können oder Whirlpool, solche Dinge. Abschalten ist schwierig. Kommt oft mal ein bisschen zu kurz, muss ich echt auch sagen. Der freie Tag am Wochenende dann, also wenn man Samstag gespielt hat und am Sonntag frei ist, ist das dann doch irgendwie der Tag, wo ich gucke, dass ich irgendwie mal etwas ganz anderes mache und den Kopf ausschalten kann. Wir arrangieren ein Treffen der beiden Teamspitzensportler. In der Lounge des Athletes Network tauschen sich die beiden über Gemeinsamkeiten und Unterschiede aus. Du hast nie den Moment gehabt, wo du das Gefühl gehabt hast,
im Sport musst du jetzt ein bisschen zurücksetzen, dass du das Studium, dass du kannst Prüfungen machen oder so? Klar, es gab schon auch Momente, wo es irgendwie schwierig war, die ganzen Termine zu vereinbaren. Aber gerade so was Leistungen betrifft, hätte es mich jetzt nie gehindert. Also es ging eigentlich darum, dass ich mich frühzeitig selber organisiere. Und dann ging es eigentlich auch, dass ich mich dann jeweils auf die Themen konzentrieren konnte, dass halt Prüfungen irgendwie im Fokus war, wenn Prüfung war, oder Sport, wenn dann wieder ein Sportevent anstand. Also, dass es mich hindert, habe ich gar nie das Gefühl gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, es gibt mir einen guten Ausgleich. Und auch eigentlich habe ich die Prüfungsphase noch cool gefunden, weil man sich auch intensiv auf etwas vorbereiten und dann die Prüfungen gehabt. Und wenn das vorbei war, ist das gewesen, wie wenn man einen Match gewonnen hat oder so. Und dann hat man wie Glücksmoment auf einer anderen Ebene und nicht im Sport. Im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich angefangen habe. Ich glaube, das war so die grösste Hürde gewesen. Im Nachhinein ist es ein No-Brainer für mich. Das ist super, super gegangen. Ich mag mich noch erinnern, als ich die Entscheidung zum Anfangen, dort sind all die Fragen, hindert mich denn das echt? Weil ich will gerne eine Karriere machen und wenn ich jetzt hier noch so zweigleisig fahre, tut mich das behindern. Aber je länger das gegangen ist, habe ich es gut unter einen Hut können bringen. Ja, man kann sich ja trotzdem in den entscheidenden Momenten auf den Sport auch fokussieren. Also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass es nie ein Problem war, das zu verbinden. Mhm. Ja. Kennst du das auch, dass es im Sport eine Phase gibt, wo es läuft nicht so, sei das jetzt individuell oder am Team, und dann sieht die ganze Welt ist ein bisschen grau, weil man identifiziert sich auch so fest über den Sport und das dann halt genau in so einer Phase, wo es halt im Sport, sagen wir, wenn man als Team ein paar Mal verloren hat, dass dann ein Erfolgserlebnis in einem anderen Bereich einem eigentlich auch sehr viel geben kann. Hast du das auch erlebt? Extrem, ja. Also ich kann das gerade auch gut vergleichen, weil ich hatte dann auch eine Phase, wo ich mal wirklich nur Profi war. Und dort war es halt, wie du es gesagt hast, man definiert sich nur über den Sport, und wenn es gerade schlecht läuft, ist fast nichts, was dir irgendwie ein positives Gefühl geben kann. Und dann habe ich es echt fast schon vermisst, noch ein Studium oder was anderes nebenher zu machen, wo man sich so ein bisschen Selbstbewusstsein auch in anderen Bereichen holen kann und das mitnehmen kann in Sport. Ja, in meinem Fall war eigentlich auch FC Zürich eine Entscheidung für meine Zukunft, gerade in Bezug auf den Übergang vom Profifußball zur Karriere danach, also zum Berufsleben. Und ich glaube, insgesamt hat mich so dieses Thema Zukunft die ganze Profikarriere immer begleitet. Also es war immer ein wesentlicher Punkt oder ein Faktor, der so meine Entscheidungen bestimmt hat. Also ich wollte immer gucken, dass ich irgendwie ein zweites Standbein aufbauen kann. Ich würde eigentlich so gerne so lange wie möglich Hockey spielen, wie es geht, solange es der Körper zulässt, solange es mir Spass macht, solange ich auf so einem höheren Level meine Leistungen bringen kann. Ich weiss, es wird irgendwann fertig sein. Man kann das nicht für immer machen, und darum versuche ich eigentlich so meinen Rucksack zu packen mit so viel Wissen oder Erfahrungen sonst, die mir dann für meine Zukunft nach dem Sport helfen. Man kann immer die positiven Sachen aus einer Verletzung rausziehen. Man beschäftigt sich viel intensiver mit seinem Körper, man lernt seinen Körper noch besser kennen, aber eben, man tut sich auch mehr mit der Zukunft auseinandersetzen. Und macht sich Gedanken, was ist, wenn es mal fertig ist. Und das bringt einem eine Verletzung sicher ein bisschen auf andere Gedanken. Irgendwie hat man dann auch mehr Wertschätzung wieder gehabt für das, dass man, oder wenn man fit war, oder fürs Training und für all die harten Einheiten, die man, wo man sonst irgendwie drüber gejammert hätte und gesagt hätte, oh, heute habe ich irgendwie keinen Bock aufs Training, hätte es alles wieder ein bisschen in eine andere Perspektive gerückt. Ich liebe Fußball gerade dann besonders, wenn es um was geht, wenn es irgendwie große Spiele gibt oder Finals, die man spielen kann. Gleichzeitig war es mir immer wichtig, dass ich einen Ausgleich auch von dem ganzen Druck habe. Und ich habe das halt irgendwie in Familie, Freunde und so auch gefunden. Und auch gleichzeitig wirklich auch so in den anderen Bereichen, was Studium und so angeht, konnte man sich wie immer kurz ablenken von dem Druck, den man als Sportler verspürt. Und irgendwie auch so diesen Leistungsdruck im Studium habe ich fast gar nicht verspürt, weil das nie vergleichbar war mit der Anspannung, die man vor einem mega wichtigen Spiel hatte. Also ich glaube, das ist mir so für das Leben im Allgemeinen auch eine gewisse
Resilienz oder so gegeben hat? Schon in der Schulzeit oder auch im Studium war es eigentlich so, dass Mitschüler oder Mitstudenten viel mehr gehypert haben vor dem Prüfungsdruck. Und ich war so, ja, ist jetzt nicht so wichtig oder so. Es ist, ich definiere mich jetzt nicht hauptsächlich über das Studium, sondern dass der Druck vom Sport ist eigentlich, der ist mir viel näher gegangen oder ist viel mehr spürbar gewesen für mich. Aber ich habe gesehen, dass das bei anderen Leuten ganz anders ist. In der nächsten Folge zeigen uns die beiden Ex-Hockeyaner Cedric Schneuli und Philipp Pfurrer ihr Leben B. Wenn ich daran denke, dass ich tagelang, nachmittagelang unterwegs war mit den Jungs oder einfach gegamet habe, dann könnte ich mich jetzt links und rechts klopfen. Balance, das ist sicher etwas Schwieriges bei mir, weil ich bin einer, der sehr begeisterungsfähig ist und schlecht kann Nein sagen, auch vielfach.